Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute interpretieren wir ein bisschen in der Tiefe ein göttlicher Name, nämlich der Wahre. Und zwar gehen wir da auf die 99 Namen zurück Gottes, die ein Christ mal ein bisschen interpretiert hat, aus dem Koran heraus, eine ganz interessante Konstellation. Dazu ist ein Buch entstanden und heute wollen wir eben einen Teil davon ein bisschen anschauen, nämlich Gott als der Wahre, die Wahrheit vielleicht auch darunter. Und da bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht in dieser Sendung. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und ich darf Ihnen meinen Gast vorstellen. Er ist ein Gelehrter, ein Islamgelehrter, aber auch im Bereich Sufismus, ein Schüler und Lehrer gleichzeitig, Hüseyin Haywat. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Also tauchen wir rein in eines der Namen Gottes, nämlich der Wahre. Und die Formulierung der Wahre möchte ich gerne mal von dir hören. Was ist da ein bisschen die christliche Sichtweise dazu? Und wie sieht die Sichtweise aus seinem Buch dann herausgezogen, die Interpretation aus dem Koran? Ja, auch da sind wir wieder in einem Bereich, wo es, glaube ich, nicht mehr so viele Interpretationen, unterschiedliche Interpretationen gibt. Aber dieser Begriff der Wahre oder die Wahrheit im Arabischen Al-Haq und der Begriff Haq hat so etwas von einem Schnitt, nicht wahr? Das ist etwas sehr Direktes. Ultimativ, oder? Ultimativ. Es gibt nur eine Wahrheit, Al-Haq. Al-Haq. Und das ist Gott. Und was ich da sehr interessant finde, ist, es gibt eine Beschreibung im Koran, das sagt, tauscht euch über die Wahrheit, also über die Religion oder den richtigen Weg, tauscht euch, wenn denn überhaupt notwendig, dann nur im schönsten Sinne aus. Also benutzt nur schöne Worte, also macht es, dass es getragen ist von Ästhetik und von Schönheit und nicht als Konflikt, als Kampf. Ja. Da sagt dann eben der Koran aus göttlicher Sicht gesprochen, und am Ende werde ich euch darüber aufklären, worin ihr euch uneins wart. Ich finde, das macht einen auch sehr bescheiden, weil wir stellen uns natürlich auch gerne hin und dann sagen wir dann, ja, und was ist dann Gott? Und dann fangen wir an mit dem Namen Gottes und sagen, ja, und das ist so und so, und dann ist da die Seele und dann ist da der Geist, und im Sufismus gibt es da diese, nicht wahr? Also man redet so, als wüsste man all das. Und sich dessen bewusst zu werden, dass Gott die Wahrheit ist, kann einen da wieder sehr bescheiden zu machen, zu sagen, ja, was weiß ich denn schon? Und doch reden wir darüber, weil es ist so ein menschliches Bedürfnis. Also es gibt einen Spruch, der sagt, Rumi sagt an einer Stelle, und als das Wort zur Liebe kam, da zerbrach meine Feder. Also ich konnte nicht mehr darüber schreiben, weil wie soll ich über etwas schreiben, was ich nicht aussprechen kann? Und doch hat er ein Werk geschaffen, das viele, viele Bände von Büchern umfasst. Ich stamme einem Sufi-Orden ab, das auf Hazrat Naitran zurückgeht. Und Hazrat Naitran sagt an einer Stelle, dass man die wahre Lehre des Sufismus nur in der Stille, in der Stille erfassen kann. Und doch hat er so viele Vorträge seit seines Lebens, jeden Tag mehrere Vorträge gehalten, um darüber zu reden, was man eigentlich nicht aussprechen kann. Hallo. Das ist witzig, oder? Ja, witzig. Aber es ist auch das, was wir hier machen. Wir versuchen, über das Unaussprechliche zu reden und machen eine Sendung nach der anderen darüber. Aber es ist auch besser, eine halbe Stunde meditativ hier zu sitzen und die Leute zuzuschauen. Aber dieser Begriff Al-Haq in seiner Klarheit drückt so schön aus, dass Gott die Wahrheit ist. Sie suchen Videos zu einem bestimmten Thema? Dann lassen Sie sich durch die Kaizana-Suche die inhaltlich relevantesten Sendungen zu Ihrer Suchanfrage generieren. Und wenn das Unendliche die Wahrheit ist, dann ist alles, was wir besprechen, was wir in Worte kleiden, eigentlich eine Beschränkung und somit auch eine Beschränkung der Wahrheit. Mhm. Es gibt diese schöne Geschichte von Buddha,
wo ein Elefant in ein Dorf kommt und dann in der Nacht und keiner hat diesen Elefanten gesehen und dann in eine Scheune eingesperrt wird. Und dann kommen die ganzen Gelehrten des Dorfes und sagen, jetzt wollen wir mal sehen, was ein Elefant ist und gehen in diese dunkle Scheune rein und sehen den Elefanten immer noch nicht, tasten aber diesen Elefanten. Und einer nach dem anderen kommen sie raus und sagen, also Elefant ist wie eine Säule, was sie in den Beinen erfasst haben oder wie eine Schlange, weil sie den Rüssel zu fassen bekommen haben. Oder wie ein Faden oder wie ein dünner, wie ein Seil, weil sie den Schwanz zu fassen bekommen haben. Also, oder die Ohren gefasst zum Fassen bekommen und sagen, das ist wie ein Fächer. Also je nachdem, welchen Teil dieses Elefanten sie erfasst haben, sagen sie, also Elefant ist das. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wenn wir uns das einmal so anschauen, hat keiner von diesen Unrecht. Mhm. Aber der Elefant ist eben nicht nur das, es ist viel mehr. Also jeder hat nur diesen Teil aufgenommen, den er eben zu fassen bekommen hat, dieser Wahrheit. Aber die Wahrheit geht über all das hinaus. Und da sehe ich einfach auch einen schönen Brückenschlag dazu, was wir heute häufig auch in den Religionen haben, die sich hinstellen. Und also wenn eine Religion sich hinstellt und sagt, ich habe die allumfassende Wahrheit. Die fassen in einen dunklen Raum rein und erfassen was, hä? Erfassen was, aber Bild. Eben nicht alles, nicht wahr? Es ist ein schönes Bild. Mega, so einfach. Ich liebe dieses Bild, weil es dann eben sehr schön austaucht, was einen bescheiden macht einfach. Sich hinzustellen und zu sagen, Sufismus ist die Wahrheit oder die christliche Mystik ist die Wahrheit oder die Bibel ist die Wahrheit, der Koran ist die Wahrheit. All das drückt Wahrheit aus, aber Wahrheit geht über all das hinaus. Hm. Wenn wir ins Leben tauchen, außerhalb der Spiritualität und uns auch wieder mit dem Wort Wahrheit auseinandersetzen, dann sehen wir eigentlich wieder das Gleiche, oder? Konflikte gibt es immer, weil eine der Seiten oder beide sagen, ich habe die Wahrheit hinter mir, Gott ist auch hinter mir, weil wir vertreten ja die Wahrheit, oder? Und damit ist alles legitimiert, was ich jetzt tue. Und jeder sitzt im dunklen Raum. Ja. Und schaut mit seiner eigenen Brille auf die Sache, ohne sich mal in die Haut des anderen zu setzen. Ja, es gibt einen Witz von Mullah Nasruddin. Und Mullah Nasruddin, das ist so ein bisschen wie der Till-Eulenspiegel im deutschsprachigen Sprachraum. Also Mullah Nasruddin, über den gibt es viele Witze, die aber immer auch eine tiefe Erkenntnis in als Humor verpackt bereithalten. Also ich habe viele Bücher gelesen und immer wieder wird dieser genannt. Ja. Ach, wie heißen denn diese Bücher, die ich da gelesen habe? Es gibt ganz viele. Ach, okay. Und der Mullah Nasruddin ist wirklich im Sufismus, in sufistischer Literatur wird er immer, immer wieder genannt. Und es gibt auch in Deutsch Witzesammlungen Mullah Nasruddin. Also wenn man da auf die einschlägigen Seiten geht, wird man sehr viele Übersetzungen auch finden. Und in einem dieser Witze ist er gerade Richter, also der Kadi. Und da kommen zwei Streitparteien vor ihn und der eine fängt an, seine Sichtweise zu erklären. Und dann guckt der Mullah Nasruddin ihn an und sagt, ja, du hast aber recht, du hast recht. Dann sagt der andere, aber Mullah, also was bist du nur für ein Richter, was bist du für ein Kali, du hast ja noch meine Sicht noch nicht angehört. Lass mir doch erstmal meine Sicht darstellen. Und dann sagt er, ja, dann mach mal. Und dann erzählt er seine Sicht der Dinge und dann guckt er ihn an und sagt, du hast recht. Und nebendran ist seine Frau und sagt, aber Mullah, was bist du jetzt für ein Richter? Du kannst doch nicht beiden Recht geben. Und dann guckt seine Frau und sagt, da hast du auch Recht. Super, super, super. Und jetzt kommen wir auch ins Lachen rein, gell? Ich meine, das sind Dinge, die man mit Humor so schön auffangen kann, wo auch für mich jetzt auch ein Namen Gottes ist, der Lachende. Ja. Denn diese Szene zeigt ja eigentlich schon die Wahrheit, oder? Also da gibt es tatsächlich einen türkischen Autor, der sich mit diesem Gottesnamen auch befasst hat und gesagt hat, Moment mal, da gibt es doch sehr viel mehr. Und einer der zusätzlichen Namen, die er sich da rausgeschält hat aus dem Koran, ist tatsächlich Gott der Lachende. Mhm. Und ich glaube persönlich, dass darin mehrere gleich Weisheiten eigentlich drin sind. Das eine ist, dass wir mit Humor und mit Lachen doch vieles relativieren, was zunächst einmal so streng und so bedrückend auch klingen kann. Also wenn man zum Beispiel sagt, sei nicht so egoistisch, dann kann das auch erst einmal, das ist aber sehr schwer, nicht wahr? Und wenn man das aber relativiert mit Humor, wenn man
miteinander lachen können, auch über die eigenen Fehler lachen können, die wir machen, statt uns die Peitsche rauszunehmen und selber zu kasteien für unsere Fehler, sondern auch mit Humor nehmen zu können, deine Leichtigkeit zu nehmen, dann fällt es so viel leichter, die eigenen Fehler auch nicht wieder zu wiederholen bzw. daraus zu lernen. Und auf der anderen Seite ist aber auch Lachen tatsächlich wie eine Medizin, oder? Ja, es also ist während, leicht. Während man lacht, tut man keinem was Böses. Man kann gar nichts Böses tun. Also man kann anderen gar nicht schaden, während man lacht. Und zugleich, wenn man herzhaft lacht, vergisst man eigentlich sich selbst. Also es gibt dieses, wenn wir davon reden, über unegoistisch sein, also über deine Egozentrismus, über die Egozentrik hinaus zu wachsen, wenn wir darüber reden. Ja, Lachen ist doch genau das. In dem Moment, wo wir lachen, da gehen wir auf in einem Seinszustand, das einfach nur glücklich ist, das fröhlich ist, das voller Freude ist. Und das ist unser Wesen. Also da sind wir eigentlich in unserem Wesen drin. Und schöne Formulierung. Dann sind wir doch wieder viel mehr unserer Energie näher, ja, die wir eigentlich darstellen. Ja. Weil es fühlt sich so viel besser an als das traurige, trübselige. Ja, es gibt, ich hatte mal irgendwo gelesen gehabt, dass jemand darüber geforscht hat, was so alles im Körper passiert und welchen positiven Einfluss das Lachen auf den Menschen hat. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, selbst wenn man nur so tut, als würde man lachen, also allein schon, wenn man ha 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 macht, also ein künstliches Lachen, hat einen positiven Einfluss auf den Körper. Mhm. Und wenn man aus dem Herzen lacht, also dann muss dieser Einfluss sowohl über alle Daseinsebenen unseres Seins durchgehen und uns über alle Ebenen hinweg uns positiv beeindrucken, oder? Ein Wissenschaftler hat mir mal erklärt, sie haben an einer Studie in Amerika mitgewirkt. Und zwar mussten zwei Schauspieler eine Szene spielen, wo die Frau kommt glücklich zu ihrem Mann und sagt, ey, ich bin schwanger. Oder? Und dann haben sie das gespielt und danach haben sie die Blutanalysen gemacht und gesehen, was da alles im Blut losgeht. Oder? Wie die Hormone, Glückshormone, Freude und alles. Und dann gleiche Szene, sie kommt und sagt, ich habe das Kind verloren. Mhm. Und sie haben das nur gespielt und die haben die Blutanalysen gemacht und da waren Krebszellen im Blut drin, da waren Dinge drin, die einfach selbst für Schauspieler eine gesundheitliche Gefährdung darstellen, weil das sind Emotionen, das ist Schwingung und das Pendant dazu ist das fröhliche Glücklichsein, das Aufbauende und das Abbauende. Klar, gehört alles zum Leben zusammen, aber ich glaube auch, dass wir hier auf der Erde sind, um glücklich zu sein und eigentlich diese Attribute leben müssten. Ja, einmal diese Namen auch miteinander in Relation, sie sind ja nicht, die existieren nicht unabhängig voneinander. Und wenn man den Lachenden mit der Wahrheit in Verbindung bringt, den Friedenstiftenden mit der Wahrheit in Verbindung bringt und sagt, all das ist Wahrheit, dann hat das doch eine ganz andere Tiefe, wenn wir darüber reden, was eigentlich die Wahrheit ist. Also ich glaube, dass wir sehr häufig dass das Wort Wahrheit auch im Alltagsleben so selbstverständlich benutzen, wie wir heute auch das Wort Liebe so selbstverständlich benutzen und alles so abgetreten ist. Aber man muss einmal darüber bewusst werden, was heißt es eigentlich zu lieben? Also die Selbstlosigkeit, die in der Liebe enthalten ist. Also einer der Namen Gottes ist ja auch Al-Wadud, der Liebende. Das ist aber die Wahrheit. Also die Liebe ist die Wahrheit. Oder die Wahrheit ist die Liebe. Wenn wir uns wie der Sonnenstrahl hat doch gerade wieder Sonnenstrahl. Da, alles jeder kriegt die Liebe, zusammen. Egal welcher Mensch du bist und was du tust und so weiter. Jeder kriegt das bedingungslos. Und das ist die Wahrheit. Al-Haq. Das ist dieses Messerscharfe darin, das dann sehr klar macht, du mit all deinem Bestreben nach mehr Macht, mehr Geld, mehr dies, mehr jenes, deinem Egozentrismus. Du bist so weit weg von der Wahrheit. Aber die Wahrheit an sich ist so klar. Und du hast das so schön, auch in früheren Sendungen hast du das sehr schön gesagt, wenn man sich doch hinsetzt als normaler Mensch und einfach nur über sich selbst reflektiert, dann kommt man ja auch auf diese Wahrheiten. Und das ist auch so wahr, weil es die Wahrheit ist, weil wir die Wahrheit sind, weil wir nicht getrennt sind von der Wahrheit. Im Koran gibt es diesen Ausdruck, dass Gott dem Menschen näher ist als seine Halsschlagader. Wenn der
wenn das Göttliche uns näher ist als unsere Halsschlagader, heißt es, ist es uns näher als unser Selbst. Oder mit anderen Worten, es ist unser Selbst. Und wenn wir uns einmal so auffassen, die Wahrheit, das sind wir. So wie Jesus, glaube ich, auch sagte, nicht wahr? Ich bin die Wahrheit. Ich habe mir gerade überlegt, je mehr man sich selbst vom Inneren verabschiedet und sich im Außen sieht, im Außen wirkt, im Außen Wertschöpfung sucht, desto mehr distanziert man sich von der Wahrheit. Stimmt das? Könnte ich mir jetzt gerade noch so vorstellen, oder? Nee, könnte das vielleicht so ähnlich wie es, also Buddha Dabhisattva Das in seinem Buch beschreibt das dann so, dass er sagt, indem wir ausgrenzen, also indem wir andere ausgrenzen, oder andere Gedanken, indem wir Dinge, seien es Gedanken oder Menschen ausgrenzen, distanzieren wir uns ein Stückchen weit von der Wahrheit, weil in der Wahrheit ist inklusivistisch. Es gibt nichts, was du ausgrenzen kannst. In dem Moment, wo wir uns egoistisch verhalten, grenzen wir ja andere aus, weil wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. In dem Moment, wo wir aufhören, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sind wir wieder inklusivistisch. Wir schließen wieder alles ein und damit kommen wir der Wahrheit näher. Wenn man jetzt ein paar Israelis und ein paar Palästinenser, Ukrainer und Russen und noch der Rest der halben Welt, die meint, die müsse da mitwirken, in diesen dunklen Raum setzen würden und das Bild des Elefanten bringen würden, kämen alle raus und würden nur noch schallen und lachen, wie naiv sie eigentlich versucht haben, die Wahrheit zu verteidigen. Wie wirklich naiv. Ja. Und man eigentlich das große Ganze völlig außer Acht hatte, sondern sich über alles gestellt hat. Und das wäre ja eigentlich das Ziel, denke ich mir. Ja. Ein spiritueller Lehrer hat mir gesagt, ja, wer weiß, vielleicht warst du auch da im Kolloquium, war das, dann, vielleicht ist die Erde gar nicht dafür geschaffen, noch weitere Entwicklungen zu gehen. Vielleicht ist es wirklich ein Übungsplanet, um genau hier ein bisschen mit diesem tiefsinnigen Al-Haq, mit der Wahrheit sich zu beschäftigen und einen Reifeprozess zu durchlaufen. Ja, wenn wir uns einmal anschauen, wie groß das Universum eigentlich ist und wie klein darin die Erde ist, die für uns, wenn wir sagen, der Weltherrscher, klingt das ja erstmal wie etwas Riesiges, wie etwas, ich habe die Weltherrschaft an mich gerissen, und wie klein das doch in Wirklichkeit ist. Aber wenn man sich auch bewusst wird, dass dieses Universum im Vergleich zu dem, was wir sind, in unserer Tiefe, wiederum nichts ist. Ich habe ein ähnliches Beispiel. In mir drin habe ich eine Zelle, ein kleines Bakterium. Das glaubt auch, das sei die ganze Welt. Und wir glauben es auch, gell? Und dann ist es irgendwie im Kleinen, im Mikro wie im Makrokosmos. Es ist irgendwie so groß. Es gibt in einem der klassischen und mittelalterlichen Bücher, hatte ich mal so ein Bild gelesen gehabt von die Fliege, die sich auf einen Scheißhaufen setzt und denkt, das ist das Paradies. Ja, ja. Und nochmals, mein Bakterienbeispiel, vielleicht ist ja auch die ganze Erde mit uns drauf letztendlich nur ein Bakterium im Großen, den ganzen Prozess des Lebens am Leben zu halten. Und das ist wichtig, ein wichtiger Bestandteil. Unabhängig davon, ob man ins Makro oder ins Mikro geht, am Ende ist ja alles immer unendlich. Also was ist denn das kleinste Teilchen? Wir wissen es nicht. Ja. Wir haben es noch nicht entdeckt. Früher ging man davon aus, dass das Atom das kleinste Teilchen ist. Dann hat man festgestellt, auch das Atom ist nicht das kleinste Teilchen. Ja, ja, also Wissenschaft ist die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen, heißt es so schön. Ja. Die lernen ständig mehr und das wird, und wie das der Einstein schon mal gesagt hatte, als er unten am Glas den Boden gesehen hatte und dachte, ja, vielleicht ist doch alles nur Gott. Ja. Ich finde das immer wieder so faszinierend, wie man, egal ob man jetzt die Zahlen größer macht oder kleiner macht, sie haben keine Ende. Also mathematische Erkenntnis. Und plötzlich ist man, egal in welche Richtung man geht, ist man immer in der Unendlichkeit. Und das gibt uns vielleicht einen Hinweis darauf, dass hinter allem immer das Unendliche ist. Und wenn wir das Unendliche als die Wahrheit sehen, dann ist all das, was wir als Wahrheit erfassen und benennen,
vielleicht doch schon auch einfach falsch. Nur eine Illusion. Ja, schon eine Begrenzung. Nicht? Ja. Also es ist immer eine Begrenzung. Und ich finde diesen Begriff der Begrenzung auch sehr schön, weil es uns immer wieder aufzeigt, alles das, was wir einen Namen geben, ist schon eine Begrenzung. Ich habe mal einen Quantenmechaniker gelesen gehabt, der über die Erfahrung geredet hat und gesagt hat, in dem Moment, in dem du aus dem Ozean bist und das nass hast, hast du die Erfahrung. In dem Moment, wo du aus dem Ozean aussteigst und über die Erfahrung redest, bist du nicht mehr in der Erfahrung. Das heißt, in dem Moment bist du eigentlich schon in der Illusion, weil du nicht mehr in der Erfahrung bist. Mhm. Aber du bist entweder in der Erfahrung oder du steigst daraus aus und redest drüber. Mhm. Es gibt auch die dritte Kategorie, die waren noch nie im Wasser und reden darüber, wie es sein könnte. Gell? Da ist dieses Witzige, bei Osho ist das, glaube ich, der dann über die Philosophen und die Theologen redet und sagt, Philosophen sind in einem dunklen Raum und reden über eine schwarze, philosophieren über eine schwarze Katze, die es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Und Theologen sind jene, die sagen, ich habe die Katze gefunden. Super. Und jetzt erinnere ich mich gerade, genau, Osho hat immer wieder den Nasruddin ja, erwähnt. Ja. Genau, da habe ich viele Bücher gelesen ihm. Genau. Der Osho hat das tatsächlich auch immer wieder gebracht. Ja. Ja. Ich liebe das sowieso, wenn man Geschichten erzählt, ja. Weil man versteht viel mehr. Ein buddhistischer Lehrer, der immer wieder hier ist, der erzählt immer wieder, da muss ich euch eine Geschichte erzählen, oder? Wie ein Mensch sagt, wie werde ich spirituell, oder? Und dann fängt er an und dann sagt er die Geschichte, ein alter Weiser im Wald, lief dann runter zum See durch den schönen Wald, hat unten ein bisschen Wasser geholt, zurück, hat Tee gekocht. Und dann sagt er, jetzt fang doch mal an, wie werde ich spirituell? Sag, ja, also, ich ging durch den Wald. Ja. Das sind schön, das sind Dinge, die man fassen kann, oder? Ja, das finde ich genial. Ja. Ja, ich hatte mal mit einem spirituellen Lehrer geredet gehabt. Und da hat er gesagt, wenn man sich die Frage stellt, wie werde ich spirituell, hat man schon zwei Fehler gemacht. Man hat ich gesagt und werde. Toll. Was man tut, ist falsch. Nein, auch wieder falsch. Na super. Ich danke dir ganz herzlich für die Interpretation über der einzig Wahre, über Al-Haq. Habe ich heute auch gelernt. Ich finde das echt eine schöne Formulierung, eine tolle Betrachtung und insbesondere die zwei Beispiele mit dem Richter. Das bleibt mir jetzt echt gut in Erinnerung, das ist wahr. Und das Beispiel in dem dunklen Raum, wo jeder eine etwas anderes fasst in Bezug des Elefanten, auch eine großartige Geschichte, sollten wir uns wirklich alle zu Gemüte führen, wenn wir wieder irgendwo in eine Wertung reinkommen, in eine Bewertung reinkommen oder eine Verurteilung oder Beurteilung vornehmen oder uns Nachrichten anschauen, um uns danach zu richten. Ich denke, das sind immer wieder Manipulationen, die einfach das große Ganze nicht mehr im Fokus haben. Ganz herzlichen Dank. Hüseyin Haybat war das für Sie. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.